Laufe ihrer Entstehung hat die Erde unter ihrer Kruste eine erhebliche Menge an Energie angestaut. Seither versucht sie mit allen Mitteln, ihren Kern abzukühlen und sich der überschüssigen Hitze zu entledigen. Die Freisetzung dieser unterdrückten Energie erfolgt teilweise über gewaltige vulkanische Phänomene, die als Hotspots bezeichnet werden. Erst seit kurzem beginnt man, ihre Wirkungsweise zu verstehen. Der Kern unseres Planeten stößt regelmäßig riesige Mengen von Magma aus, die nach oben steigen und sich über die Erdoberfläche ergießen. Die Hotspots sind Zentren einer vulkanischen Aktivität, die sich an bestimmten Orten der Erde über viele Millionen Jahre erstrecken kann. Sie können überall auf der Erde in Erscheinung treten und dabei Berge, Inseln, Archipele oder gar ganze Länder entstehen lassen. Sie verändern das Gesicht der Erde. Seit es Leben auf unserem Planeten gibt, haben sie maßgeblich die Wege der Evolution beeinflusst. Mit ihrem Ausstoß von Gasen, Asche und lodernder Glut haben sie massive Artensterben verursacht. Um das ganze Ausmaß der gewaltigen Wirkungskraft eines Hotspots zu verstehen, drehen wir die Zeit zurück und betrachten uns seinen Werdegang.